Hey Leute, heute reden wir mal über Getränke. Es gibt viele Dinge, die ich aus Japan vermisse und Getränke gehören ganz weit oben mit in die Liste dazu. Ihr müsst euch vorstellen, in Japan gibt es einfach überall gratis Wasser und teilweise auch gratis Tee in Restaurants zum Trinken dazu. Wenn ihr durch die Gegend lauft und irgendwo unterwegs seid, dann gibt es überall die Automaten, die Vending Machines, wo man eben Tee, Wasser oder sonstige Getränke, heiß oder kalt, rausholen kann. Und in Deutschland gibt es Sprudelwasser, was ich überhaupt nicht mag, und ganz viel süße Limo. Wenn man dann spezifisch auf die Suche nach Grüntee in deutschen Supermärkten geht, dann findet man oft Eistee, Grüntee, sage ich mal. Also es ist immer irgendwie in Verbindung mit Eistee gebracht und vor allen Dingen ist es irgendwie nie nur Grüntee, sondern es ist immer Grüntee mit sehr oft Zitronenaroma, aber auch manchmal mit anderen Aromen, aber immer irgendwelche Aromen und eben nicht nur Grüntee. Und überall ist Zucker drin und auch Rohrzucker ist Zucker. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Leute gibt, die denken, Rohrzucker ist besser als Zucker. Aber nein, Tee braucht eigentlich keinen Zucker. Tja, und diese Marktlücke, sage ich mal, hat Ocha Ocha entdeckt. Ocha Ocha ist ein Startup aus Augsburg. Viele werden wahrscheinlich diesen Tee hier schon mal irgendwo gesehen haben. Die haben sich recht gut in die Japan-Szene in Deutschland etabliert. Ocha bedeutet einfach nur Tee, das heißt Tee-Tee. Das hier war die erste Sorte. Das ist ein ungezuckerter Früchtetee. Das ist schon ganz interessant. Aber was ich noch viel spannender finde, ist Grüntee. Falls ihr Ocha Ocha noch nicht kennen solltet, stelle ich sie euch einmal ganz kurz vor. Und zwar gucken wir mal auf deren Webseite. Da haben sie das nämlich ziemlich gut zusammengefasst, was ihr Ziel ist, sag ich mal. Ihre Vision ist, neben jedem Wasser und jeder Limonade auch ein purer, kalter, ungesüßter Tee im Kühlregal. Ihre Mission ist, Tee neben seiner herkömmlichen Trinkweise auch als Kaltgetränk in den Köpfen der Menschen etablieren. Und ihr Versprechen ist, immer ohne Zucker, Ersatzstoffe, ohne Ascorbin und Zitronensäure, immer ohne Aromstoffe, Nachhaltigkeitsmaximierung. Damit haben sie echt was gefunden, was es einfach in Deutschland nicht gibt, was aber ich zum Beispiel sehr gerne hätte. Und deswegen gucken wir uns heute vor allen Dingen den Grüntee ein bisschen genauer an. Ich habe ihn noch nicht probiert, ich werde ihn jetzt hier live im Video gleich probieren, um euch zu sagen, wie ich ihn finde. Ich wollte kurz dazu sagen, dass ich von Ocha Ocha ein Probierpaket gesponsert bekommen habe. Das heißt, sie haben mir das gratis zur Verfügung gestellt. Trotzdem werde ich aber meine ganz ehrliche Meinung hier gleich kundgeben. Der Grüntee von Ocha Ocha ist ein Cold Brew Cookie Cha. Was genau bedeutet das jetzt? Cookie hat nichts mit Keks oder so zu tun, wobei man es an japanischer Katakana-Schreibweise vielleicht herleiten könnte, aber nein. Cookie-Cha bedeutet eigentlich Stieltee. Klingt jetzt erstmal nicht so lecker, aber wartet, wartet. Cookie-Cha wird vorwiegend aus den Stängeln und den Blattgerippen der Teepflanze hergestellt. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt irgendwie Cookie-Cha besonders minderwertig ist, weil eben nur die Reste benutzt werden. Nein, Cookie-Cha hat auch seine Berechtigung, denn er hat dadurch weniger Koffein als zum Beispiel Sencha. Und er ist aber auch ein bisschen milder und cremiger im Geschmack. Und ich glaube, dass Ocha Ocha damit eine sehr gute Wahl getroffen hat. Und die zweite gute Wahl, die sie getroffen haben, ist, das Ganze als ein Cold Brew Tea zu machen. Also einen kalt aufgebrühten Tee. Im Japanischen nennt man diese ganze Cold Brew, also diese Kaltaufbrühung, eigentlich Misodashi. Miso ist das japanische Wort für Wasser. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass Japaner, wenn sie heißes Wasser meinen, Oyu oder Yu sagen. Und wenn sie eben kaltes Wasser meinen, dann sagen sie Miso. Und das bedeutet, dass also Tee mit kaltem Wasser aufgegossen wird. Also ganz normal, wie man auch einen Tee mit heißem Wasser aufgießen würde. Der Unterschied ist nur, dass man den Tee dann länger ziehen lässt. Wenn man Tee mit kaltem Wasser aufgießt, dann kommen die Inhaltsstoffe aus dem Tee und auch die Aromen aus dem Tee langsamer in das Wasser über. Dadurch muss der Tee eben länger ziehen. Aber das Gute daran ist, dass auch die Bitterstoffe aus den Teepflanzenteilen langsamer oder eher sogar weniger in das Wasser überkommen. Und daher hat man einen weniger bittereren Geschmack. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einen grünen Tee aufgebrüht hat und den dann kalt werden lässt, dann ist der meistens noch etwas bitterer, als er das war, wo er warm war. So viel zur Theorie. Jetzt wisst ihr so ungefähr, was Cookie-Cha und was Cold Brew Tee ist. Und
Und jetzt werden wir das Ganze probieren. Die Tees von Ocha Ocha werden verkauft in Tetrapacks. Da kann man gespaltener Meinung drüber sein. Ich finde es aber okay, da Tetrapacks in Deutschland recht gut recycelt werden. Das Ganze ist ohne Zucker, wie schon gesagt, ohne Aromen. Der Tee kommt aus Japan, finde ich auch super wichtig bei sowas. Und jetzt öffnen wir das Ganze mal. Aha, ja. Ich sollte mehr Sport machen, um wieder mehr Kraft zu haben. Also nach dem Öffnen rieche ich jetzt direkt nicht so viel. Um das Ganze ein bisschen besser zu beurteilen, habe ich hier ein Glas. So sieht der Tee von der Farbe her aus. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. In echt würde ich sagen, ist er ja leicht gelblich-bräunlich. Sieht aus wie einen Tee, den ich jetzt auch in Japan erwartet hätte. Und wenn man dran riecht, dann riecht es schon sehr stark nach so dem typischen japanischen Grüntee, den ich in einem Kombini oder einem Automaten kaufen würde, muss ich schon echt sagen. Also ohne jetzt probiert zu haben, finde ich schon vom Geruch her, weckt es sehr, sehr viele Erinnerungen. Das haben sie gut hinbekommen. Oh ja, das haben sie echt gut hinbekommen. Ich nehme ja direkt noch mehr, ihr seht's. Also ich bin voll überzeugt. Ich glaube sogar, dass japanische Grüntees ein bisschen bitterer sind. Das ist in der Theorie auch echt gut zu erklären, da japanische Grüntees in der Regel meines Wissensstandes her, berichtigt mich, wenn ihr es besser wisst, keine Kaltaufgüsse sind, sondern eben ganz normal warm aufgegossene Tees. Es gibt auch Kaltaufgüsse, da steht dann aber meistens extra Misudashi mit drauf und die normalen grünen Tees sind eigentlich keine, aber wie gesagt. Aber ja, also ich bin mega überzeugt. Ich würde sagen, klare Empfehlung von mir. Das haben sie richtig, richtig gut hinbekommen. Wirklich Props an Ocha Ocha. Also das hat gefehlt in Deutschland. Und jetzt probieren wir kurz noch den Sobacha und den, ich glaube, er heißt Harakiri. Ja, er heißt Harakiri, es ist Früchtetee. Zum Sobacha erzähle ich euch nicht so viel Theorie, weil das müsste ich selber mir auch alles erstmal in Ruhe raussuchen. Okay, ich trinke einfach mal. Der ist auch echt lecker. Also ich kann mir vorstellen, jetzt rein einfach mal aus wirtschaftlicher Sicht gedacht, dass sich der noch besser etablieren könnte, weil der ist ein bisschen süßer und noch weniger bitter und das komplett ohne Zucker, das ist krass. Was die Natur nicht alles kann. Und zu guter Letzt, Früchtetee. Oh ja. Es ist halt wie so ein, wie soll man das erklären? Es ist halt wirklich wie kalter Tee, aber es ist halt auch einfach echt lecker. Ich habe jetzt alle drei probiert, deswegen nochmal ein kurzes Fazit. Also zuerst zum Früchtetee, den finde ich echt gut gemacht. Ich persönlich würde ihn mir aber nicht extra kaufen, weil Früchtetee kriegt man in Deutschland halt ganz gut auch selber hin, denke ich mal. Er ist aber trotzdem super lecker, also wenn ihr Früchtetee mögt und einfach was haben wollt, was ihr nicht selbst machen müsst, sondern was ihr einfach mitnehmen könnt, super. Der Kukicha, der grüne Tee, ist für mich der klare Favorit. Erinnert mich halt einfach super an die grünen Tees in Japan. Wobei, wie gesagt, er ist nicht 100% identisch. Vor allen Dingen als Alternative in Deutschland wirklich richtig gut. Und der Sobacha ist meine Nummer 2. Es ist ein Geschmack, den man sonst nicht so kennt. Es ist süß, obwohl kein Zucker drin ist. Ich habe das jetzt so oft gesagt, aber es ist auch ein Geschmack, den man irgendwie nicht so oft hat. Es ist mal was ganz Neues und von daher, selbst wenn ihr keinen Grüntee mögt, dann würde ich euch den hier auf jeden Fall empfehlen, mal zu probieren. Das ist mein Fazit zu Ocha Ocha. Ich packe euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, das Video ist gesponsert. Sie haben mir die gratis zur Verfügung gestellt, aber das war meine ehrliche Meinung. Und jetzt dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon irgendwelche Sorten von Ocha Ocha probiert und was haltet ihr davon?
Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Eine kleine Bitte habe ich aber noch. Das war mein erstes Video, was gesponsert wurde. Und ich würde gerne von euch ein bisschen Feedback haben, wie ihr zu dem ganzen Thema Sponsoring steht. Wie fandet ihr das Video? Und ja, allgemein, findet ihr Sponsoring ist okay oder ist irgendwie schon ausgelutscht? Lasst es mich wissen und ich sage an der Stelle ciao und bis zum nächsten Video.